Hallo Leute, hier ist Crafter M von The Ore Game und 2012 und heute mal wieder ein neues Let's Play. Ja, es war lange Zeit Pause um uns, aber jetzt versuche ich zumindest wieder ein paar neue Let's Plays aufzunehmen. Ja, das Problem lag darin, ich hatte einfach keine Zeit. Und weil ich keine Zeit hatte, konnte ich auch keine Let's Plays aufnehmen. Von daher versuche ich mich jetzt mal und gucke, dass ich wenigstens im Monat 2 Let's Plays hochlade. Wenn ich es hinkriege. So. Immer mal sehen. Oh, wollte doch gerade Semir sein nehmen. Semir sein, so. Was werden wir in dem Video machen? Haben wir doch das normale wie die letzten Videos auch. Jo, und dann warten wir mal. Jo, und gleich geht's los. Denke ich zumindest. Ja, und dann warten wir. Bis es endlich fertig geladen ist. Was mich unheimlich wieder aufregt. Ja. Vielleicht mit der Abzimmung kriegt die Spiele mit, inzwischen mit meinem Xbox-Controller. Aber dafür haben wir einen speziellen PC-Adapter gekauft. Funktioniert alles super. Man kann nur mit dem Ladekabel anschließen, aber du brauchst vor allem den Adapter dazu, um zu spielen. Ohne Ladekabel, mit Ladekabel ohne Adapter geht das nämlich nicht. Vor allem den Adapter dazu. Den ich habe. Und wir können auch gleichzeitig mehrere Controller machen. Ihr könnt bis zu 4 Controller anschließen, wie normal auch da ist. Ja, und dann warten wir mal, bis es fertig geladen ist. Ich überlege mal, ob ich die Ladezeit noch, weil so kann ich euch bisschen mehr Action vermitteln. So, und es geht los. Was machen wir? Einen Gefangenentransport. Wie immer eigentlich. Big Knacki bitte frisch verpackt zum Mitnehmen. Jetzt habe ich Hunger. Danke, Ben, jetzt habe ich Hunger. Auf Burger. Big Knacki zum Mitnehmen. Ist auch einfallsreich. So. Ich finde mit dem Xbox-Controller fand ich es besser als mit der Tastatur. Ja, könnten wir, wenn ich gerade keine Aufgabe hätte. Juppie! So. Wir sind total. Ne, sind wir nicht. Ich dachte schon, wir sind im Kreis. Immer. So. Ich hab keinen Bock, in der Welt rumzufahren. Ich will einfach die Gefangenen machen. Gefangenen Transport beenden und es hängt. Jo, wir fahren und fahren und fahren und fahren. Ist der endlich im Gefängnis? Oh oh, kein gutes Zeichen. Ich glaube, wir nehmen hinter uns nämlich ein Gangster. Und ich glaube, ich werde das Video auch in zwei Teile schneiden müssen. Beziehungsweise nicht ein Let's Play, sondern zwei Let's Plays aus einer Handlung machen. Sagen wir so. Dann machen wir ja die gelbe an und die blaue auch. Oh, das könnte scheiße enden. Oh nein, nein! Warum? Warum gleich mal zwei? Ich wieso zwei auf immer? Tja, mein Freund, Pech gehabt. Manche sammeln Briefmarken, wir sammeln Finger. Ich dachte, ihr sammelt Gefangene.
Ich werde den, glaube ich, voll hinten reinfahren. Bam. Oh. Das sah böse aus. Komm, Gefangenentransport, gib Gas. Und es hängt. Müssen wir noch gucken, ob der Vogel vorbeikommt? Ne, da will ja, da will, okay. Du willst den Gefangenentransport nicht anhalten, also. Hallo! Was ist das für ein Typ? Okay, du bist auf der harte Tour. Da ich mal keine Zukunft. Ein Zitat von Semir. Ja. Oh, jetzt genau vor dem Einschlag. Da steht das Bild fest. Mein Auto sieht aus. Schöner BMW. Oh mein Gott. Mal gucken, ob ich den vorher irgendwie zum Stehen kriege. Mein Controller vibriert. Keine Sorge, im städtischen Gefängnis sind noch genug Zimmer frei. Das will ich auch hoffen. Das will ich auch hoffen. Ja. Und dann folgen wir mal. Mal die Wampenlenker auch ausschalten, wenn alles demoliert. Dass ich nach vorne kam. Ich kotze einfach mal ab, eiskalt. Ich bin so eiskalt und kotze ab und ich kotze mein Auto noch mehr. Ich gebe Gas in der Rolle rückwärts, lol. Muss auch mal sein kriegen. Vorwärts fahren, Auto rückwärts rollen lassen. Das Auto war anscheinend zu schwer. Jo. Und dann fahre ich jetzt mal zum Gefängnis. Jo. Und dann ins Gefängnis, ich sehe schon. Yo, das Gefängnis, es ist da. Und wir sind auch gleich da. So, oder wir sehen die Pause schon wieder bald beenden. Nein, das wollen wir nicht. Mann, was für ein Ritt. Genau, was für ein Ritt. Und als krönenden Abschluss legen wir mal einen Burnout hin. Wie man das auch immer nennt. Jo, Leute, wir fahren jetzt mal zur Tanke und holen mal die Tanke an. Es hängt. Also, Super 1-3. Wie macht man Fahrer nehmen? Ja, nicht. Ich habe keinen Plan. Wir ändern mal die Perspektive. Jo, und dann mache ich jetzt auch schon ziemlich zu Ende und dann sehen wir uns auf dem nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Mit Koffer von der Org 12. Ja, und wir machen jetzt wieder den Streifen fortsetzen wie im letzten Part. Von daher werde ich jetzt auch sehen, dass ich einen Satko fahre. Und mal mein Auto ein bisschen demolieren werde. Und mein Auto ist eh gleich Schrott. Von daher werde ich es schaffen. Ja, werde ich. Oh, bei 59%.
Jo, mein Auto sieht sowas von scheiße aus. Ausbläuf geht noch, das ist Hauptsache. Nein, das ist nicht. Ja. Wir fahren ein bisschen rum. Ich werde mal gucken, dass ich in der nächsten Zeit das andere Let's Play und Feuersimulator zu Ende mache. Beziehungsweise zu Ende bringe, weil das ja auch schon lange da ist und nicht angesehen wird. Beziehungsweise, wenn mir nicht angeholt wird. Deshalb werde ich da gucken, weil das Let's Play begrenzt ist. Von daher kann ich dann sagen, dass ein absehbarer Zeit beenden kann. Und dann zum Akten legen kann, wenn man es auch so sagt. Das glaube ich auch, das nervt nämlich. Bam. Jo, ein Einsatz. Keine Ahnung, wo der annimmt. Der interessierte Käufer hat den Wagen nach einer Probefahrt gestern zurückgebracht.